Da sind wir wieder zur nächsten Folge. Und weiter geht's. Wo sind sie? Hier. Moment noch. Ich hab da noch was. Was denn? Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis, sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Okay. Das hoffe ich. Wird ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. B, fährst du mit mir mit? Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Aber ich würde lieber mit dem coolen Auto fahren, nicht mit der Karre hier. Zum Lager der Ruffen fahren. Oh, oh, hier cool. Aber nicht. Wir haben sogar ein Radio. Guck dich aus, wenn du willst. Kompi, was? Achso. Bei Kompi gab es World of Warcraft. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das vorhin gesehen, als ich online gegangen bin, dass Kompi heute World of Warcraft gespielt hat und sogar 6 Leute dabei hatte. War ich ein bisschen neidisch, tatsächlich. Und spielt ihr immer noch Hardcore oder habt ihr euch jetzt auf das Normale wieder eingependelt? Ja, ich bin auch WoW so viel gewesen. Dass er sich schnappen lassen. Das ist korrekt. Andere, okay. Aber lange her. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann einen Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Schuhe zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar. Aber jetzt hier mit Techno-Koji ins Raffenlager. Das ist ein richtig fetter Sturm. Sieht übel aus. Er sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich still. Wir müssen das Auto verstecken. Den Plan kannst du dir sparen. Ich weiß es. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. Kompi hat sich verhoben und muss jetzt Muskelrelaxer nehmen. Ist also voll drauf. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Ist in deiner Nähe. Dort müssten sie es heute festhalten. Euro-Dollar! Die nehmen wir natürlich mit. So, mal gucken, ob wir hier was verbinden können. Oder ob wir nur Geld klauen können. So, 7A1C1C. Ne, wir nehmen Data Mining Stufe 3. BD7ABD. Also BD7ABD hier.
Wo kommt er denn her? Hey! Wieso bist du plötzlich hier? Na, seltsam. Okay. Weiter geht's. Ja komm, den machen wir auch noch weg. Je mehr tot sind, umso weniger können mir in den Rücken fallen, wenn irgendwas ist. Scheiße, bleib in Deckung! Ja, 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 schon gesehen, da kommt noch einer. Also gehen wir einfach hoch. Ja, ich kann dich auch gerne einrenken. Du hast dich auch verhoben. Wenn du möchtest, können wir das mal probieren. Das würde ich dann auch mal einrenken. Ich habe die Technik drauf auf jeden Fall. Vorsicht, da ist ein Scharfschütze im Turm. Okay, Hauptgebäude. Halt die Augen offen. Saul muss irgendwo da drin sein. Ich fühle das. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras dir. Warte, können wir, hätten wir direkt verschwinden lassen können. Hier, zack. Du wartest dort, ich komme gleich wieder. Euro-Dollar! Was haben wir hier noch so? Hier können wir jetzt das Sicherheitssystem ausschalten. Okay. Gut. Wäre das erledigt. Finde Saul. Sieh dir die Sicherheitsaufnahmen an. Optional. Komm, das machen wir. Dann wissen wir, wo Saul ist. Sicherheitsaufnahmen? So, das hier meinen die wahrscheinlich, ne? Panam, ich habe Saul gefunden. Glaube ich. Im Keller. Wie geht's ihm? Schwer zu sagen. Zu dunkel. Okay, geh runter und hol ihn. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig. Wie geht's denn runter? Da unten geht's runter. Mal gucken, wie wir das ohne aufzufliegen schaffen. Der steht da natürlich ganz schön doof. Okay, jetzt steht der nicht mehr doof. Aber oben der ist, ne? Komm mit hier. Hier hinten in die Ecke. Hält das nicht so auf, wenn ich dich jetzt gleich platt mache? Okay. Wieso muss ich jetzt da rüber und da hoch? Was ist denn das jetzt? Weiß auch wieder keiner. Also irgendwie widersprüchlich gerade, so ein bisschen habe ich den Eindruck. Bleibt da in der Ecke stehen. Umdrehen können wir jetzt nicht gebrauchen. Bye, bye, bye. Also doch hier runter. Da, sag ich doch. Extra vor uns schon so dahingestellt, dass wir den leicht fertig machen können. Aber hier muss noch einer sein, da ist er. Seltsam. Seltsam, was seltsam. Warum denn so schüchtern?
Okay, jetzt ist Alarm. Jetzt ist vorbei mit Sneaky Sneaky. Ah, Panam. Hier liegt ein Mädchen. Tot. Ausgeweidet. Und ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Verfickte Raffin! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! Warum denn so schüchtern? Warum mein Charakter mit der Zahnseide unterwegs ist? Ja, genau, der ist Zahnarzthelfer. Und macht Werbung. Wir haben da ein neues zahnmedizinisches Produkt. Und möchten auf diese Zahnseide hinweisen. Nee, hey, das ist einfach hier so ein Laser-Super-Schlagdraht. Der pickt alles weg. Seht ihr? So, hier nochmal reingucken. Hier gibt's nichts. Okay. Ich glaube, ich hab ihn. Ist er tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. So. Meine Scheiß-Zigarre dabei. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Panam? Aber sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du, ich kenne dich. Der Söldner. Ja, genau. Da bist du richtig. Da bin ich. Du bist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig. Und? Wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Saul ist jetzt so drauf wie Kompi. Und jetzt verschwindet von dort. Los geht's. Auf dem Weg nach draußen. Ich werf den Motor an. Bin gleich bei euch. Bist an den Wachposten vorbei. Aha. Und wenn wir zu zweit genauso leise sind, kommen wir hier raus, ohne eine Kugel abzufeuern. Genau. Vom Keller sollte ein Ausgang nach draußen führen. Wo denn? Ah, guck mal hier. Hey du, Saul, komm hier. Wir müssen hier lang. Ich habe einen Weg gefunden, okay? So. Durch so einen Tunnel hier. Den hätten wir eigentlich... Warum gehen wir den Weg nicht direkt rein? So. Los geht's! Sturm wirbelt ordentlich was auf. Gut, es verwischt unsere Spuren. Stimmt, ich wusste nicht, dass er im Keller ist. Wir haben sowieso gute Gründe, nicht gleich ins Lager zurückzukehren. Musste ich erst auf der Kamera sehen. Sicher gehen. Kostet nur Zeit. Später und lebendig als tot. Wir machen mal den Überspringer. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus. Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Nein, schnell! Timer, hab ich einen Timer gestellt? Ja, habe ich. Danke für die Erinnerung, Knormann. Ist aber gestellt, der Timer. Inzwischen habe ich mich da tatsächlich dran gewöhnt. Du hast es ganz toll gemacht. Danke, Alex. Das ist lieb. Ich muss mal durchatmen. Nur Freunde, vielen Dank. Da freue ich mich, dass ihr mir das so würdigt. Okay, erstmal gucken, was hier so gibt. Rechtzeitig zum Abendessen.
ein Hunger. Luti, Luti. Was haben wir denn hier? Nee, das wollen wir nicht. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Irgendein Idiot muss doch bestimmt gleich rausgehen und einen Strom einschalten. Das bin doch hundertprozentig ich. Viel nützliches Zeug. Die Ingolds mussten schnell fliehen. Das Angebot von Biotechnica war gut. Hier ist Strom. Ja, bestimmt. Verkauft euer Land, oder? Das weißt du nicht. Hey, es hat geklappt. Alert war sehr leise. Ist das Spiel denn grundsätzlich recht laut? Vielleicht müsste ich nochmal, ist ja alles extern. Vielleicht muss ich nochmal gucken, ob das alles richtig eingestellt ist. Aber Spiel ist gut, so sagen die Jungs. Okay. Verdammt. Es wird kalt. Kannst ja mal einen Wagen laufen reinlassen. Wie heißt das? Ging aber nicht. Gallo 24 machen. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Vielleicht ja. Wackelt die. Klar, ich gehe gerne raus. Kein Thema. Rein. Dann schmeiß ich das Ding hier an. Danke, Kompi, dass du hier warst. Wir haben uns sehr gefreut. Und natürlich gute Besserung und schlaf gut. Dankeschön. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle und das wär's für... Komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du uns an Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Wenn hier gleich die Fetzen fliegen, halt mich da raus. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordringen mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Mann, ich liebe dieses Wort. Was war das denn gerade? Auf Habubs. Habubs? Ja. Auf Habubs. Mann, das Zeug ist echt hart. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin,
Genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. So. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Das würde bedeuten, sie zieht die Schuhe aus und wir haben die Käsemorgen im Gesicht. So, ich glaube, ich mache die Augen zu. So. Das ist so irgendwie so, okay, hör lieber auf damit. Oder machst du es dir ein bisschen machst du es dir ein bisschen zu bequem? Ist natürlich direkt eine Abweisung. Viel besser. Schmeckt der Whisky. Also. Finden wir Panam toll. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Wir gönnen ihr das. Nach so einem Tag. Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ja, Anstand. Finde ich gut. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Oh, viel besser. Nicht so ganz hier offensiv. Im Independent California steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Vorsicht, du weißt nicht, was ich mir wünschen würde. Hm? Weißt du, ich denke, wir sollten jetzt schlafen. Ein verdammt langer Tag. Bee, ich bin froh, dass du da bist. Danke, das bedeutet mir viel. Okidoki. Hörst du das? Nein. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Haboobs ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Alle wieder weg. Wäre doch nur ein Hochbett gewesen. Hätte ich ja nicht auf der Couch pennen müssen. Oh. Hey, hast du gut geschlafen? Gute Arbeit, wie? Alte Schule war das. Ich sag dir eins. Nächstes Mal suche ich das Motel aus. Wenn es ein nächstes Mal gibt. Also, ich habe wie ein Baby geschlafen. Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade, dass ich gleich los muss. Du ruhst dich niemals richtig aus, oder? Nein, ist nicht mein Stil. Ich bin wieder im Clan, ja. Aber ich habe auch anderes zu tun. Komm. Saul redet gern mal Blödsinn. So ist er halt. Aber eins muss ich ihm lassen. Die Raves, der Überfall, das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und ich... Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung. Handle sie gut. Hat mich lange begleitet. Sie ist in guten Händen, Panam. Ich weiß. Also, danke. Wieder einmal. Warte kurz. Wegen gestern Abend.
Darüber müssen wir nicht reden. So bin ich einfach nicht. Okay, und wie bist du? Eher so. Pass auf dich auf. Du auch, Panam. Und denk dran, ich schulde dir was. Tschüss, Panam. Wenn die Dinge anders liegen, würde ich sagen, fahr ihr hinterher. Aber jetzt, guck sie dir doch an. Echt schwer, so eine Frau zu kriegen. Bei so einer kannst du nur hoffen, sie fühlt was und wartet auf dich. Was ist denn mit dir? Weiß nicht, eine Erinnerung. Ist doch egal. Ach, okay, zurück nach Night City V. Hab die Schnauze voll von diesem Kaff. Alright, Level up. Okay, dann gucken wir uns... Nee, das machen wir jetzt nicht. Das bewahre ich mir jetzt diesmal auf, wenn wir das nächste Mal beim Ripper Dog sind und irgendwas Geiles kaufen wollen. Dass wir dann gegebenenfalls noch nachdingsen können. So, Journal. Jetzt möchte ich das mit dem Autofahren machen. Wo ist die Tante? Da. Nach einem Tag. Der Tag ist scheinbar noch nicht rum. Warpicks können wir auch noch machen. Haben wir auch noch nicht. Mal gucken, wo die nächste U-Bahn-Station ist. Ach cool, da kommen wir dran vorbei. Perfekt. Boah, aus der anderen Sicht ist das übelst kacke. Gar kein Problem. So, jetzt fahre ich wahrscheinlich bei der U-Bahn-Station vorbei. Ich hoffe nicht. Die 27. Ja, die Ansicht ist übel. Würde absolut. Richtig dreckig. Eins der heiß diskutierten Themen war Die ständig zunehmenden Cyberpsycho-Angriffe. Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist die Zahl der Vorfälle um 43% gestiegen. Marke Lipski, der Verbandsvorsitzende, betonte, dass die Implantate selbst niemanden töten, sondern es die Personen sind, die diese Produkte missbrauchen. Gutes Argument, Mr. Kalimski. In Antony, außerhalb von Paris. Wo ich diese Mission mit diesem Auto her habe. Wo ich dieses Auto her hatte. Das möchte ich gerne mal wissen. Das ist eine Rakete. Würde gut zu mir passen. Das ist so ein Sportwagen, ist das tatsächlich. Wenn wir mal so einen auf der Straße sehen, dann sag ich dir Bescheid, wer ich nicht meine. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Da habe ich plötzlich einen Sportwagen gehabt. Also nicht, dass ich einfach so drin gesessen habe plötzlich, sondern ich bin irgendwo, habe irgendwas gemacht, eine Mission glaube ich und so, und plötzlich gehörte mir dieser Sportwagen. Waffen nehmen, oder?
Ist auch eine tiefer schon wieder. Vermisst du die Fürsorge der Konzerne? Die super spannenden internen Machtkämpfe? Was? Ich habe noch eine Rechnung offen. Leer. Scheiße. Hi, wie? Lang nicht gesehen. Mutmaßliche Tode sind auch nicht mehr das Wahre. Genau, mutmaßlich. Abernathy fegt aber wirklich durch. Mein Haus, meine Konten, Implantate, alles eingesackt. Aber noch bin ich nicht raus. Ich beweise dem Miststück, dass sie bei mir falsch lag. Ah, deshalb fällst du mir in den Rücken. Willst meinen Kopf auf einem Silbertablett servieren. Und du glaubst, Abernathy nimmt dich dann einfach wieder auf? Könnte man so sagen. Und jetzt umdrehen. Hände über den Kopf und Bewegung. Erinnerst du dich an Joey Levani? Von Fusionen und Übernahmen? Hat sich bepisst, als er gefeuert wurde? Seine Knie waren so weich, der konnte nicht mal laufen. Die Wachen mussten ihn raustragen. Was kümmert mich Joey Levani? Für mich war er der erbärmlichste Typ bei Arasaka. Aber weißt du was? Den Titel hast du dir jetzt verdient. Du warst schon immer scheiße arrogant. Nein, keine Zeit für Smalltalk. Busy, busy, busy. Oh, pissst du dir auch gleich ins Höschen? Kannst schon riechen. Fahr zur Hölle, wie? Und nimm diese Scheißstadt gleich mit. Nichts ist besser, als mit alten Freunden in Erinnerung zu schwelgen, ha? Huh? Ach ja, früher. Nicht in der Stimmung, Johnny. Solltest du aber. Du hattest Glück. Hättest wie er als Wrack enden können. Bis dann, wie. Du weißt ja, wo du mich findest. Okay. Das war einfach. Sag mal. Dann machen wir mal das hier. Das kenne ich noch gar nicht. Achso, warte mal. Wo müssen wir denn da hin? Da gibt es wahrscheinlich mehrere Orte irgendwie. Kann man hier durch, ohne irgendwie kämpfen zu müssen? Ja. Sehr schön. So, da kommt unser Moped. Mensch, nur geh doch mal aus dem Weg hier. Ich will da durch. Und mach dich weg. Wollen wir den? Kirche weg. Wird automatisch entzogen. Guck mal, hier wohne ich doch. Das ist doch mein Haus, meine Wohnung. Hi, River. B, hey. Ich brauche deine Hilfe. Scheint so. Was ist passiert? Wir sollten nicht übers Holo reden. Wir müssen uns treffen. Sag mir, wann und wo? Glenn, heute Abend. Ich schick dir die Details. Schaffst du das? Werd's versuchen. Danke, wie. Bis dann.
Na klar schaff ich das. Okay, verlass dich um mich, okay? Kein Problem. Ich bin schon unterwegs, mein Freund. Oder mache ich jetzt doch erst das andere? Muss ich da was machen? Kommt da was Krasses? Das machen wir nachher. Wir werden heute den Stream beenden, indem wir zu Hause, nach Hause fahren. Und dann werden wir uns das nochmal angucken. Dann machen wir jetzt die River Ward-Geschichte hier. Also, Jornal. Wo ist er denn? In der Hand. Man muss nur rufen und du kommst. Okay. Hab ich den jetzt nicht markiert? Warum nicht? Oder geht das doch wirklich erst heute Abend? Lies Rivers Nachricht. Achso, guck mal. Man muss nur lesen. Lesen kann helfen. So, da ist er. Nachrichten öffnen. So, wo ist er denn? Der River. Der River Ward. Komm her, bitte. Okay. Habe ich alle gelesen. Okay. Triff dich abends mit River. Mit River Ward. Jetzt klappt es doch schon besser mit dem Fahren. Das ist ein ganz schön langer Rückschau hier. Was man eigentlich viel zu wenig macht, ist so nach oben gucken, ne? Krass, das einfach ist. Was läuft denn hier im Schlippi rum? Oder war es nur Hotpants? Also, ich bin da. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Wie geht es dir? Ziemlich mies. Sieht man mir wahrscheinlich auch an. Also, was ist passiert? Ich brauchte jemanden zum Reden. Mhm. Hier, sieh dir das an. Ich bin Arif Iqbal und dies sind die WNS News. Mehr tote Politiker?
Sieh es dir an. Kontrolle ist das NCPD auf die Spur eines gefährlichen Entführers und Mörders gestoßen. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung 7. und 15. Avenue. Die folgenden Aufnahmen stammen direkt vom Tatort. 1038, ich wiederhole, 1038, Kennzeichen 2AA6244, wir verlassen das Fahrzeug. Verstanden. Raus aus dem Wagen, Hände hoch. Ganz ruhig, Officer, ganz ruhig. Halt dein Maul! Oh, Scheiße. Wir haben ein 1053 und 54, Achtung, 1053 und 54. Bei dem Jungen handelt es sich um LeVar Martinez, 17 Jahre alt. Er wurde vor über einem Monat von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Unglücklicherweise verstarb LeVar an Ort und Stelle. Der Grund war ein septischer Schock mit akutem Organversagen. Autopsieberichten zufolge wurden dem Teenager gefährlich hohe Dosen von Hormonen, Anabolika und Stimulantien verabreicht. Die Polizei fand ebenso Spuren und Biomaterial von 7 weiteren vermissten Teenagern in dem Wagen. Der Halter ist ein gewisser Anthony Harris. Leider ist über ihr Schicksal noch nichts weiter bekannt. Obwohl der Verbrecher, der unter dem Namen Peter Pan bekannt ist, den Schuss überlebte, hat er das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt, was eine Befragung unmöglich macht. Bleiben Sie... Dieser Peter Pan, ein alter Fall von dir? Hast du ihn gesucht? Nie von gehört. Ist nicht bei mir gelandet. Wo ist das Problem? Sie haben ihn doch. Mein Neffe, Randy, ist vor einer Weile verschwunden. Und was du gerade gesehen hast, das Kind hatte Randys Schuhe an. Oh, shit. Auch eine krasse Storyline jetzt gerade, was jetzt kommt. Hat man dir den Fall nicht übertragen, weil es dir zu nahe gehen könnte? Halten mich mit sowas wie einer einstweiligen Verfügung davon fern. Gonagall hat den Fall übernommen. Ein fauler Sack. Hat bisher einen Scheiß aufgedeckt. Ich würde das nie akzeptieren. Ich auch nicht. Genau deshalb frage ich dich um Hilfe. Okay, was müssen wir tun? Im Wachkoma kann der Typ uns nichts sagen. Aber wir können seine Träume sehen. Wie jetzt? Träume? Hast richtig gehört. Ich erkläre dir alles unterwegs. Es ist noch in der Testphase, hat aber schon erste Ergebnisse geliefert. Sie nehmen Träume auf, die sich dann als BDs abspielen lassen. Hast du Zugriff auf diese Träume? Noch nicht, aber sie sind im Labor, zu dem wir jetzt gehen. Es ist einfach so krass, dass der Boden ein Display ist. Also wir jetzt hier mal schalten müssen. Okay, haben wir einen Termin? Nicht ganz. Wir gehen zusammen rein, aber nicht durch den Haupteingang. Keinen Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Ah! Scheiß Stacheldraht direkt am Gehweg. Gucken, wo man hier reinkommt. Obwohl, da ist ja schon der Weg gemalt. Den Hintereingang. Okay, das geht nicht, weil wir nicht 9 von 12 haben. Technische Fähigkeit. Das kriegen wir jetzt auch wahrscheinlich nicht hoch, ne? Wir haben ja extra uns hier mal... Wir könnten es schaffen. So, haben wir noch einen übrig. Und zack, ist die Tür auf. So einfach geht das. Gibt's Sachen zu looten? Okay, sollte niemand da sein. Wir sind gerade alle bei einer Inspektion. Kannst ruhig laut versucht? Sein. Achso. Wie sollen wir diesen Braindance finden? Wir suchen einen Raum, wo sie Träume autistischer Kinder editieren.
Oh, und denk dran, Peter Pans echter Name ist Anthony Harris. Okay. Jetzt ist hier gerade eine Folge zu Ende. Das machen wir mal schnell. Also, an die YouTube-Zuschauer, lasst gerne ein Follow da oder gerne auch einen Kommentar. Freuen wir uns sehr. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.